Okay, ich hoffe, es hat auch gutes Nachtgessen, sind gut versorgt, aber noch nicht so müde, weil der Vortrag wird spannend. Ich möchte Bernie Hönneisen vorstellen zum Thema Löschen statt Sperren. Ihr dürft nachher gerne fragen, was ist der Unterschied oder was bedeutet Löschen überhaupt. Er kann alle Fragen beantworten. Und nein, es gibt für ihn keine dumme Frage, weil er muss mit Nationalräten zusammenreden und die stellen wirklich jede Frage, die es gibt. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Vortrag und dann eine halbe Stunde Diskussion ist angesagt. Ist das korrekt? Ja, das ist so. Gut, in dem Fall viel Vergnügen und mit dir. Nein, nur liebe Technik. Wie gesagt, Bernie Hönneisen, ich bin diplomierter Elektroingenieur an der ETH und habe schon länger in der IT eine eigene Firma und Beratung gemacht im IT-Umfeld. Was? Ist Hochdeutsch möglich? Hochdeutsch. Auf Hochdeutsch, ja, okay. Yes. Danke für die Erinnerung. Manchmal spreche ich auch einfach Englisch, aber in diesem Fall einfach unser Hochdeutsch. Ja, hallo miteinander. Schön, dass ihr es geschafft habt, nach dem Nachrissen noch zu einem schwierigen Vortrag zu kommen. Er wird schwierig, weil es geht um eine Problematik, die eigentlich sehr ernst ist. Es geht darum, dass Kinder als Pornodarsteller missbraucht werden, das unfreiwillig. So erzeugte Videos oder Fotos, die bezeichnet man offiziell als Child Sexual Abuse Material, das ist ein englischer Begriff, dieses CSAM oder CSAM, werde ich in diesem Vortrag mehrfach auf Folien haben, diese Abkürzung kommt immer wieder vor. Dieses Material wird dann über Internet zugänglich gemacht. Und der Vortrag hat einen Fokus auf diesen technischen, juristischen Umgang mit diesem Material, im Volksmund auch Kinderporno genannt. Die Ursache, muss ich rasch rein, die sind sehr vielfältig. Einerseits haben sexuelle Präferenzen, bis zu 3% der Bevölkerung haben pädophile Neigungen. Je nach Studien sind es ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Auf jeden Fall bedeutet das eigentlich ein Riesenmarkt, wenn man so bedenkt, auf der weltweiten Markt. Tragisch. Weitere Ursachen sind Machtausübung auf Schwächere, das sieht man auch bei sexueller Gewalt gegenüber Frauen, weil sich wehren ist immer sehr, sehr schwierig. Vielfach wird auch die Abhängigkeit der Opfer voll ausgenutzt. Und was noch dazu kommt, sexueller Missbrauch, egal in welchem Umfeld, ist ein Tabu. Mangelnde Aufklärung ist ein weiterer Grund. Kinder wissen oft nicht, was vorgeht im Moment, können das Erlebte nicht verarbeiten, zumindest vorerst, können sich da einordnen, was daraus abgeht. Oder ein weiterer Grund ist bittere Armut, wo das zur Verfügung stehende der eigenen Kinder für solche Dinge wenigstens Einnahmen generiert, damit man etwas essen kann. Also ziemlich schlimme Dinge hier. Verbreitung von diesem Material, das gibt sich erst seit im Internet. Früher lief das über die Post und Videokassetten, dann DVDs, CDs etc. Seit das Internet überall verfügbar ist, ist die Verbreitung einfacher und das Problem ist vor allem einfach sichtbarer geworden. Aber ein neues Problem ist es nicht. Mögliche Maßnahmen gegen dieses Problem ist Ursachenbekämpfung, ganz schwierig. Häufig sind die Täter Vertrauenspersonen, manchmal sogar die eigene Mutter. Es gibt einen Fall in St. Gallen, das sogenannte Slave Girl, hat die Mutter ihr Kind missbraucht, um ihrem Liebhaber irgendwelche Dienste zu erweisen. Der größte Hebel hätte man im Bereich Soziales eigentlich, ist ein soziales Problem schlussendlich, Aufklärung, das Kind kann sich besser wehren, es weiß, was vorgeht, Enttabuisierung, schwierig das zu machen, weil kaum jemand outet sich von den Opfern. Aufbrechen von Machtstrukturen, die den Missbrauch begünstigen, wäre auch angebracht, nur auch nicht ganz einfach durchführbar. Und zu guter Letzt auch Armutsbekämpfung. Also diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was gemacht wird juristisch, wir haben diesen Artikel 197 im Strafgesetzbuch, die Strafbarkeit der Herstellung, Weiterverbreitung, Konsum etc. Oder technisch, da werde ich den Fokus legen, ist die Eindämmung der Weiterverbreitung. Fassen wir nochmals zusammen, wir haben hier übelste Formen von Kriminalität, Ursachenbekämpfung ist schwierig, geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung sind notwendig. Ich habe drei solche Blöcke,
Nach jedem Block kann man Verständnisfragen stellen. Diskussionsbeiträge würde ich gerne im Anschluss an den Vortrag haben, wo wir noch einen größeren Block für Diskussion haben. Aber wenn jetzt etwas inhaltlich nicht klar ist, kann man nach jedem Block auch Fragen stellen. Gut, ich scheine klar gewesen zu sein. Dann gehe ich zum zweiten Teil ein, die technischen Maßnahmen oder die Schweizer Gesetzgebung. Vielleicht zuerst mal eine Frage. Gibt es jemand, der findet, im Internet Sperren zu errichten, ist eine gute Sache? Das sollte man machen. Ganz ausschalten. Wenn sich da niemand outet, kann ich nämlich den nächsten Teil relativ kurz halten, weil ich muss ja niemanden mehr überzeugen, dass Nichtsperren eigentlich nichts bringen. Also was wir bisher haben, sind sogenannte freiwillige Netzsperren. Das Bundesamt für Polizei, früher war das die COBIC, die unterhält so Sperrlisten, stellt die den Providern zur Verfügung. Diese großen Provider wie Swisscom, UPC, Sunrise und glaube ich noch einer, Green, vielleicht noch ein paar andere, die implementieren das als sogenannte DNS-Sperren, wo dann im besten Fall eine Zwischenseite angezeigt hat, hey, das ist Kinderporno, ist ganz böse, gefährlich, illegal, macht das nicht. Die Abdeckung der Kunden ist ungefähr 85%. Wie wirksam das ist, wurde bisher wissenschaftlich nicht erwiesen oder untersucht. Ich kenne keine Studien, die die Wirksamkeit von diesen seriös untersucht. Und weiter hat das FEDPOL so ein Meldeformular, also ein allgemeines Meldeformular, wo man neben irgendwelchen Phishing-Sachen kann man auch noch Kinderporno melden. Das ist so der Stand heute. Dann neu schlägt der Bundesrat im neuen Fernmeldegesetz vor einen Zwang für Netzsperren, der für alle Access-Provider gilt. Ich habe hier den Paragraphen rausgeschrieben, aber schlussendlich ist es auch wichtig, dass dann am Schluss alle Zugangsprovider, also wie Swisscom, UPC, Green, das dann machen müssten, diese Sperren auf dem Netz einrichten. Das ist diese Folie, die ich hier auch offenbar stark abkürzen kann. Ich kann einfach so auf gewisse Aspekte von Netzsperren eingehen, die nicht allgemein bekannt sind. Netzsperren sind ja nichts anderes, als hier den Vorhang ziehen und den kann man jetzt nicht ziehen, aber jedenfalls hinter dem Vorhang geht die Show weiter. Weil wenn man einfach den Vorhang zieht, ist das Problem nicht gelöst, sondern einfach aus dem Augen, aus dem Sinn. Löst selten ein Problem. Also Netzsperren verdecken nur die Sicht auf die Webseite, schützen jedoch nicht die Opfer. Was jetzt aber noch tragisch ist, dass Netzsperren sogar diesem Meldewesen, das gebraucht wird, um Löschungen herbeizuführen, ich greife jetzt ein bisschen vor, die laufen dem zuwider. Weil wenn man nicht weiß, wo das Zeug ist oder wenn neues Material auftaucht hinter einer gesperrten Seite, also es wird da immer dann sozusagen das ganze Haus gesperrt und in einem neuen Zimmer taucht Material auf und das sieht man dann halt nicht. Also macht auch niemand eine Meldung. Beziehungsweise die Meldung machen würden, die lassen sich vielleicht beeindrucken durch seine Sperrseite und machen dann die Meldung nicht. Was bedeutet, dass das Opfer, das dahinter steht, länger leidet, weil die Polizei dann auch nicht weiß, dass es ein Opfer gibt, das man vielleicht identifizieren und befreien kann. Also Netzsperren sind eigentlich in gewissem Sinne für neue Opfer, die noch nicht bekannt sind, sind sie eigentlich ein großer Nachteil und kontraproduktiv. Das habe ich auch den Politikern versucht zu erklären, die haben das nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob ich es rübergebracht habe hier in diesem Publikum, was genau passiert, wenn so eine Netzsperre errichtet wird und dann die Meldung ausbleibt. Aber eigentlich sind die Inhalte vor allem in geschlossenen Foren, also das Argument, dass man die Bevölkerung schützen will vor irgendwelchen bösen Bildern, das zieht auch nicht, weil das Ganze ist illegal verboten. Da wird schon genug unternommen, dass man nicht einfach darauf zugreifen kann. Wer solche Inhalte sehen will, wird nicht davon abgehalten. Da gibt es genügende Möglichkeiten, über andere Internetadressen irgendeine kleine Änderung in der Konfiguration, neue Technologien oder VPN-Tor, wo man weiterhin das Zeugs anschauen kann, wenn man das will. Und weder Deutschland noch Österreich kennen solche Netzsperren im Bereich Kinderpornografie. Dann die Lösung, die ich versuche, den Politikern nach anderen einzubringen, ist, dass man das Ganze löscht statt sperrt, aber richtig löscht. Nicht so, wie es unsere Schweizer Behörden tun im Moment. Die machen das noch nicht genug, aber da komme ich später noch drauf zurück. Löschen funktioniert weltweit und das Deutsche Bundeskriminalamt macht jedes Jahr einen Report und
Nach 4 Wochen, also das war jetzt im Jahr 2006, das variiert ein bisschen, nach 4 Wochen war der Anteil der gelöschten Inhalte bei 92%. Und bei Sperren hat man einfach ein paar Vorhänge gezogen, das Material war immer noch verfügbar. Und das ging in Zusammenarbeit mit einer weltweiten Organisation InHope, da spreche ich im nächsten Kapitel ganz genau davon. Hier noch meine Folie mit dem Vergleich von Maßnahmen, Löschen, Sperren. Also Löschen heißt an der Quelle beseitigen, dort wo das Bild liegt effektiv. Und Sperren heißt einfach irgendwo im Verkehr versuchen, da einzugreifen. Also man sperrt zwar eine Straße, aber auf den Nebenstraßen kommt man trotzdem ans Ziel. Ich gehe ja nicht genau darauf ein, aus Zeitgründen, und weil ich ja niemanden überzeugen muss, offensichtlich, dass Löschen besser ist als Sperren. Aber das Bild ist eigentlich eindeutig hier, dass Löschen in allen Belangen vorteilhaft ist im Vergleich zu Sperren. Hat es hier Anwälte unter euch? Also der eine, den habe ich sogar mitgebracht, mein Anwalt. Ja. Weil da Anwälte kann man immer, beziehungsweise Juristen kann man mit dem Argument der Verhältnismäßigkeit überzeugen, ob es sich eignet, ob es erforderlich oder zumutbar. Es gibt sehr gute Gründe, dass es weder sich eignet, noch erforderlich ist, noch zumutbar ist. Und daher sind die Netzsperren unverhältnismäßig und eigentlich verfassungswidrig, weil unverhältnismäßige Maßnahmen in der Verfassung dürfen nicht angewendet werden. Passiert immer wieder, das wissen wir, weil wir haben kein Verfassungsgericht, das es jemals überprüft. Kannst du mir bestätigen, dass ich noch hier. Eben drum löschen statt sperren. Jetzt gehe ich ein bisschen darauf ein, was wir so alles gemacht haben in diesem Thema. Ich war 2-mal an einem Hearing, also einer Anhörung der zuständigen Parlamentarischen Kommission, der Kommission Verkehr und Fernmeldefragen des Nationalrats. Ich habe beides Mal versucht zu erklären, dass Sperren eigentlich nichts bringen und das Löschen besser ist. Dann habe ich eine Veranstaltung organisiert mit einem Vertreter von der internationalen Organisation InHope, die ich dann im nächsten Kapitel vorstelle. Das ist eben die Organisation, die das Ganze effizient löscht. Der Kinderschutz Pro Juventute war dabei, behördlich hat das FEDPOL, das BAKOM und das Bundesamt für Sozialversicherung, dort wo es um Kinderschutz geht, eingeladen. Die sind alle gekommen. Und das war beim ASUT, das ist der Verband von Providern. Da waren auch ganz viele Provider anwesend. Da habe ich mal einen ersten Schritt gemacht, um das Ganze vorzustellen, wie man es machen sollte. Dann parlamentarische Arbeit. Wir haben zahlreiche telefonische Gespräche mit Parlamentariern gehabt. Wir sind mehrfach in die Wandelhalle gegangen. Ich habe mittlerweile so einen Ausweis da, wo mein Name draufsteht, was ich mache. Mit dem kann ich jederzeit ins Bundeshaus gehen und mit den Parlamentariern sprechen. Dann habe ich zahlreiche persönliche Gespräche mit Politikern gehabt. Ich habe sogar mit der zuständigen Bundesrätin darüber gesprochen und sie hat nachher gesagt, ja, ich soll dir doch das noch schriftlich schreiben, das, was sie ja gesagt hat, schriftlich schicken. Habe dann eine Antwort bekommen von Frau Doris Leuthardt, als sie noch zuständig war. Wir haben mehrere E-Mails verschickt an die Parlamentarier mit Abstimmungsempfehlungen und Factsheets etc. Das ist das, was wir gemacht haben und konkret haben wir einen Vorschlag gebracht. Es war eigentlich gedacht, die Netzsperren im Fernmeldegesetz zu ersetzen durch einen Löschartikel. Da Fernmeldegesetz nur die Zugangsprovider reguliert, dass die den Zugang zum Internet dem Kunden machen und nicht Inhalte anbieten, wo eigentlich dieses Material liegt, war es ein bisschen schwierig. Darum haben wir einen Löschartikel gemacht mit einem Koordinationsauftrag, wo aber auch explizit von Dritten betriebene Meldestellen genannt sind. Das ist das, was ich im dritten Kapitel vorstelle. Das wurde dann von beiden Räten angenommen, also der Artikel 46a Absatz 1 bis, ich habe jetzt meinen eigenen Artikel im Gesetz, Simon hat ihn noch redigiert als Jurist, hat dann auch noch ein bisschen herumgefeilt, aber wir können jetzt sagen, wir haben einen eigenen Artikel ins Gesetz gebracht, wenn es denn so angenommen wird. Eigentlich ein Erfolg, das Unschöne dabei ist, sie haben es nicht als Ersatz für den Sperrartikel genommen, sondern als Zusatz. Wir haben jetzt Löschen und Sperren in diesem Fernmeldegesetz. Was besser ist als vorher, aber nicht ganz dem Resultat entspricht, das wir uns gewünscht hätten. Gut, ich fasse noch mal zusammen, Teil 2. Löschen statt Sperren ist wirksam. Das Parlament hat sich für Löschen und Sperren entschieden. Und Netzsperren bleiben problematisch. Ich bin jetzt hier ein bisschen schnell durchgegangen. Habe ich da Fragen? Verständigungsfragen? Also reine Verständnisfragen, ja? Bitte? Ah, okay, ja, Diskussion darfst du nachher gerne dich einbringen. Ja, okay, also, jetzt zum letzten Kapitel, weil das, was ich jetzt erzählt habe, habe ich eigentlich letztes Jahr schon mal
in groben Zügen gesagt, das ist diese Organisation InHope. Ja, was ist InHope? Das ist ein Netzwerk von Meldestellen für dokumentierten Kindesmissbrauch, für Material, das über dokumentierten Kindesmissbrauch hergestellt wurde. Es gibt 52 Meldestellen, sogenannte Hotlines, in 46 Ländern. Das Ganze wurde 1999 gegründet. Und das Interessante ist, ungefähr 98% dieses illegalen Materials liegt in den Mitgliedstaaten von InHope. Also liegt bei Providern, die in den Mitgliedstaaten von InHope sind. Das ist eine interessante Zahl. Dann die wichtigsten Ziele, es gibt einen Meldungsaustausch in Kooperation mit Interpol, also eine Polizeiorganisation international. Man führt eine gemeinsame Datenbank, man tauscht Erfahrungen aus, man erwirkt die Löschung von diesem Material im jeweils anderen Land. Ich habe hier noch einen Link hineingetan, falls ihr mehr wissen wollt. Die Mitglieder von InHope sind auf der ganzen Welt verteilt. Wie gesagt, 98% vom Material liegt in diesen Ländern. Allem voran ist Russland, Kanada, USA, Holland. Und es gibt hier da, mitten von Europa, gibt es so eine kleine Insel da, so da in der Mitte. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Staat kennt, so ein Schurkenstaat. nein, der macht da nicht mit. Und will da gar nicht mitmachen, zumindest die staatlichen Organe wollen da gar nicht mitmachen. Warum, komme ich nachher noch drauf zurück. Wie das funktioniert? Hier ein Ablaufdiagramm, das habe ich vom Deutschen Bundeskriminalamt, das in Zusammenarbeit mit InHope in Deutschland das Ganze effizient bekämpft. Da gibt es einen Bürger, der meldet so Inhalte, die er findet, auf die er stößt. Meistens sind es so solche Leute mit pädophilen Neigungen, die das aber dann trotzdem melden. Meldet es der InHope-Hotline, da werden die Inhalte geprüft von spezialisierten Leuten, keine angenehme Arbeit. Und wenn es positiv ist, also wenn... Das Positiv ist vielleicht das schlechteste Wort, aber wenn das wirklich so ist, dass es illegales Material ist, dann schaut man, ist es im eigenen Land. Wenn es im eigenen Land ist, ist es einfacher, das ist ja nicht dargestellt, dann wird es einfach der Polizei, Staatsanwaltschaft mitgeteilt und dem Provider. Wenn es international ist, der Fall, dann schaut man, hat es in dem Land eine InHope-Hotline oder nicht. Wenn es keine hat, meldet man es über den Dienstweg, über das Bundeskriminalamt und Interpol und so weiter. Das ist übrigens genau dasselbe, was die Schweizer auch machen, also den Dienstweg, komme ich nachher noch drauf zurück. Aber das Interessante ist, wenn der Weg ist, wenn im Hostingland, wo das Ganze liegt, wenn es da einen InHope-Partner gibt. Weil dann geht das relativ ruckzuck. Dann erfährt, dass wenn zum Beispiel in Deutschland etwas gefunden wird, das liegt bei Putin, dann ruft man die InHope-Meldestelle bei Putin an und die sorgt dann dafür, dass die dortigen lokalen Strafverfolgungsbehörden, Polizei und der Provider dies erfahren, dass der Provider erfährt, dass es sofort löschen muss und die Strafverfolgungsbehörden, die schauen dann, wer hat das Material allenfalls hergestellt, wer hat das hochgeladen, wer betreibt es etc. Und dann läuft das relativ schnell, anders als über den Weg über Interpol. Und was auch noch gemacht wird, es wird regelmäßig nachgeschaut, ist das Material noch verfügbar, das ist einerseits statistisch und andererseits, dass man einen Reminder schicken kann dem Provider, hey, jetzt haben wir doch gesagt, was Material das illegal ist, löscht es mal endlich. Das ist so ungefähr das Prozedere, ist das allen klar geworden oder wäre es zu schnell gegangen? Also der Kernpunkt ist einfach, die InHope-Meldestellen, die reden miteinander und die jeweilige InHope-Meldestelle im Land, wo das Material gehostet wird, wo der Provider ist, wo das liegt, die können viel, viel schneller agieren und wissen auch alle Dienstwege zu ihren Strafverfolgungsbehörden und zu ihren Providern, die kennen die. Jetzt noch ein bisschen mehr im Detail, was passiert, wenn da eine Meldung reinkommt. Das wird hochgeladen zu einer ICCAM-Datenbank, das ist so ein Tool, das InHope selbst hergestellt hat. Das untersucht die URLs, sucht noch nach weiteren Bildern oder Filmen, die illegal sein könnten, ordnet das Land zu und dann wird das jedes einzelne untersucht, ob es illegal ist oder nicht. Wenn man dann das positiv, beziehungsweise wenn das festgestellt wurde, ja, das ist illegal, dann macht man Hashwerte daraus und vergleicht mit einer Interpol-Liste, ob das Material schon bekannt ist. Es kann ja sein, dass das gleiche Material schon mal gefunden wurde. Das ist so mehr eine Optimierung, weil wenn das Material schon bekannt ist, muss man das Interpol nicht nochmals mitteilen, um herauszufinden, dass es eigentlich schon bekannt ist. Also das heißt, sie werden gefiltert und die, die nicht bekannt sind, die werden dann hochgeladen an diese Interpol-Datenbank.
Die neuen Inhalte werden dann noch klassifiziert nach Alter, Geschlecht etc. Je nachdem ist es für die Statistik wichtig. Und andererseits auch für die Strafbarkeit ist nicht die Medienlandreich. Und dann geschieht diese Weiterleitung an die Partnerhotline im anderen Land und die kümmern sich dann darum. Gut, hier mal die Effizienz. Das ist, was nach 4 Monaten, was das Bundeskriminalamt in Deutschland nach 4 Wochen, Entschuldigung. Nach 4 Wochen waren die grünen Teile gelöscht und die roten Teile, die ließen noch auf sich warten. Das ist weltweit. Das ist nicht nur in Deutschland, sondern ist weltweit. Und das sind erstaunliche Resultate, dass eigentlich so viel erreicht werden kann mit einem Netzwerk von Meldestellen, mit so effizient löschen kann. Das, unser Fitbull hat gesagt, dass ungefähr 80% gelöscht werden können über ihre Variante, die sie machen. Hier erreicht man über 90%. Das glaube ich, 92% sind es in diesem Jahr. 2016 sind es die Zahlen. Dann die Hosting-Staaten von Inhope, interessant. Das ist einfach aufgeteilt auf alle Länder, wo man was gefunden hat. Bei vielen Ländern findet man nichts. Das sind meistens die Länder, die gar nicht so viel Internetanbindung haben oder gar nicht so viele Server haben. Das meiste findet man in den USA, in den Niederlanden, in Russland, Frankreich und Kanada, alles Mitglieder von Inhope. In Europa teilt sich es auf, die Hälfte liegt in den Niederlanden, etwa ein Fünftel in Frankreich, ein Zehntel in Schweden, dann gibt es noch Rumänien, Bulgarien etc. Hier sieht man jetzt, wenn es grün ist, dann ist es, Inhope-Mitglied und bei den blauen ist es nicht Inhope-Mitglied. Die hellblauen, die sind unter 1%, also verschwindend klein, was da in China oder was es an Argentinien oder Ägypten liegt. Das Einzige, was ein bisschen Sorge bereitet, ist die Ukraine, wo es zwischen 0 und 10% ist. Da ist man auch dran, dort an Inhope-Hotline aufzubauen. Ist nicht ganz einfach wegen der politischen Lage in der Ukraine derzeit. Das heißt, das System funktioniert und es ist ungefähr deckungsgleich, die Mitgliedsländer und die Hostingstaaten. Das ist zu 98%, wie ich vorher schon gesagt habe. Die Schlüsselfunktionen von Inhalt-Meldestellen sind die Weiterleitung von Meldungen, um eine rasche Löschung zu erreichen. Und das bedeutet eigentlich rasche Bekämpfung illegaler Inhalte an der Quelle. Dann Förderung von Strafverfolgung und Opferschutz. Und Inhope bietet eigentlich eine tiefere Hemmschwelle, um Meldungen aus der Bevölkerung zu machen. Es sind zwei Dinge. Das eine ist, man kann eine anonyme Meldung machen. Und der Betrieb erfolgt nicht direkt durch die Polizei, weil es gibt ein kleines Problem. Jemand stößt auf solches Material, hat das vielleicht von einem Kollegen bekommen, war neugierig, findet da so Material, inklusive der Tricks, wie man das Material zugreift. Was hat er gerade? Er hat gerade den Artikel 197 Strafgesetzbuch verletzt. Er hat sich bereits strafbar gemacht. Ja, was macht man dann? Man rennt zur Polizei und sagt ihnen, oh, ich habe gerade eine Straftat begangen, ich wollte zwar nicht. Auch wenn die Polizei also ein anonymes Meldeformular zur Verfügung stellt, ist die Hemmschwelle relativ groß, dass man dann gerade in der Polizei sagt, ich habe jetzt etwas Illegales gemacht und dann noch in diesem Bereich. Also man macht lieber nichts und hofft, dass niemand das merkt. Und darum ist eben Inhope unabhängig von der Polizeibetrieb so wichtig, weil da gibt es mehr Vertrauen, wenn man das so an einer Stelle melden kann, als wenn man direkt der Polizei meldet. Inhope macht auch einen Austausch von Erfahrungen und Best Practices, man lernt voneinander verschiedene Meldestellen, man bildet das Meldestellenpersonal aus und wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, die dieses Material sichten müssen. Und da braucht es auch einen Umgang, die brauchen zum Teil psychologische Hilfe etc. Dann auch Öffentlichkeitsarbeit und Aufbau von das Bewusstsein für die illegalen Inhalte, was dahinter steckt, nämlich meistens ein Opfer, ein minderjähriges Opfer. Und die Arbeit basiert grundsätzlich auf dem Vertrauen von Stakeholdern. Jetzt komme ich noch darauf zurück, was unser Bundesrat sagt zu Inhope. Das lese ich gerne vor, wie die das machen. Das habe ich vorher eigentlich schon erklärt. Zur Löschung werden die entsprechenden Inhalte über den Interpol-Kanal dem jeweiligen Land gemeldet. Die dortigen Behörden kontaktieren im Regelfall den Internet-Hosting-Provider, bei dem die Kinderpornografie auf dem Server bereitgehalten wird. Das tönt nach Amtsweg, das tönt sehr, sehr ineffizient. Weil Amtswege, das kann dauern, die Zuständigkeiten sind nicht immer klar. Inhope hat auch höhere Erfolgsraten. Was sie weiter im selben Papier geschrieben haben, es reicht also aus, dass die Schweiz beim Interpol beteiligt ist. Eine zusätzliche Schaffung einer nationalen Inhope-Hotline würde das Meldesystem nicht substanziell verbessern. Ja, da kann ich nur sagen, könnte sein, dass da ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit zum Thema Inhope notwendig ist. Weil gerade das, was ich gesagt habe vorhin mit
die Hemmschwelle, das direkt der Polizei zu melden, ist relativ groß. Das Formular dort, das ist einfach so ein Formular, wo man Phishing oder irgendetwas anderes oder mal Shoppingbetrug oder was auch immer melden kann. Es wird natürlich speziell Werbung dafür gemacht, keine Awareness gereist, es ist einfach da, so ein Formular bei Webbull. Und es gibt noch weitere Gründe, warum das Inhop das einfach effizienter machen kann. Das liegt nicht an den Leuten, das liegt einfach daran, dass Inhop eine unabhängige Organisation ist und dass sie international mit Gleichgesinnten zusammenarbeitet. So, die nächsten Schritte in der Schweiz. Bis jetzt haben wir mal viel politische Arbeit gemacht, aber wenn es dann um den Aufbau einer Meldestelle geht, muss man wahrscheinlich in einem Vorprojekt mal so Fragen klären wie Kostenschätzung, wer finanziert diesen Betrieb von Inhop, was soll die Rechtsform sein, welche Gesetze sind tangiert, ja, was macht man zum Beispiel die, die das Material sichten, die verletzen ja eigentlich auch schon Artikel 197 Strafgesetzbuch, weil sie es ja anschauen, der Konsum ist ja verboten, muss man da eine Lösung finden, die notwendigen Prozesse in der IT und auch sonst, die Systeme, Software, wer soll dabei sein, welche Stakeholder, mir ist ungefähr klar, was die Antwort darauf ist, aber man muss es, ja, muss es irgendwie ausarbeiten, so Kinderschutz muss dabei sein, verschiedene Behörden, Provider etc. Mögliche Formen der Zusammenarbeit, inklusive Fitball, mit dem Partner national und auch die Zusammenarbeit international, die eigentlich weitgehend durch Inhop vorgegeben ist, die muss einfach geklärt werden. Hier möchte ich mal noch sagen, bisher haben wir alles in ehrenamtlichen Arbeiten gemacht, ich habe knapp die Spesen erstattet bekommen, aber ich habe vor allem darauf gelegt, weitergehende Aufgaben würden den Rahmen dessen sprengen, was man mit freiwilligen Arbeit noch machen kann. Also irgendwie muss eine Finanzierung her, wenn man da weitermacht. Und die ist nicht ganz einfach zu kriegen, ist ein bisschen ein Huhn-Ei-Problem. Man muss Finanzierung haben, um die Finanzierung zu klären etc. Vielleicht mal die Frage in die Runde, wenn jemand Lust hat, oder hat jemand Lust, sich da aktiv zu beteiligen und solche Fragen anzugehen, dann kann man sich gerne auch nachher noch bei mir melden. Ich finde es eine sinnvolle Lösung, einfach weiter als Freiwilligenarbeit, das alleine machen, das ist ganz, ganz schwierig. Fasse nochmals zusammen, wir haben Löschung von diesem Material, funktioniert mit Inhop weltweit sehr gut. Über 90% der Inhalte werden innerhalb 4 Wochen gelöscht, die sind weg vom Netz. Die Schweiz beteiligt sich nicht am Inhop, zwecks der effizienten Löschung von diesem Material. Der Bundesrat sieht keinen Bedarf, trotzdem finde ich, der Aufbau einer Inhop-Meldestelle in der Schweiz ist notwendig. Das war der Teil 3. Gibt es noch Verständigungsfragen? Ansonsten würde ich meinen Anwalt auf die Bühne bitten, der macht jetzt nämlich den Diskussionsteil. Hat das auch ein Mikrofon für ihn separat oder wie viele Mikrofone haben wir hier? Er wird jetzt den Fragenteil kurz einleiten und ich werde parallel dazu ein paar Fragen auf die Leinwand hängen, die man diskutieren könnte. Und, ja, also Simon, bitte. Wunderbar. Hört man mich? Ja. Okay, gut. Ja, kurz zuerst zu mir, Simon Schlawick vom Rechtsanwalt für Technologierecht. Und ja, wir haben ein bisschen zusammengearbeitet in diesem Bereich, unter anderem die Texte, die man da vorgeschlagen hat, redigiert. Mein Job, du hast mich gebeten, Bernie, dass ich hier ein bisschen, um die Diskussion zu leiten, ein bisschen Distanz schaffe, eigentlich zu deiner doch sehr deutlichen Position. Löschen statt sperren. Das Problem ist, wir haben eigentlich nicht viele Gegenmeinungen hier im Raum, so wie es ausgeschaut hat. Und von daher stellt sich dann die Frage, warum überhaupt Neutralität nötig ist. Abgesehen davon, dass ich eigentlich gleicher Meinung bin wie du. Aber ich übernehme die Moderation gerne. Vielleicht denke ich, schauen wir mal im Publikum, was für Fragen da sind. Wir hatten vorhin eine Frage bei dir, vielleicht sogar dran fragen. Ich bin jetzt einfach mal frech beim Du. Ja, gerne Du. Was denkt ihr, weshalb diese Weigerung besteht, sich auf das Löschen zu einigen jetzt in der Schweiz? Oder weshalb das Sperren, weshalb an dem so festgehalten wird? Was sind das für Argumente? Das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht so wirklich beurteilen. Ich denke mal, es hat damit zu tun, man hat die freiwilligen Netzsperren gehabt und man glaubt daran, dass es funktioniert. Interessant ist auch noch, wenn man zum Beispiel die Vertreter der Kantonspolizei Zürich fragt und sagen die, ja, Sperren zum Blödsinn, das bringt nichts. Wenn man die Bundesbeamten in Bern fragt, sagen, ja, das ist das Mittel der Wahl.
ich kann es nicht sagen. Teilweise ist wirklich das Wissen nicht vorhanden, was eigentlich Sperren bewirken, was sie nicht bewirken können. Sondern man glaubt einfach dran. Und warum das Parlament die Sperren eigentlich weiterhin bewilligt hat, hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass niemand irgendwie sagen wollte, das sei gegen Netzsperren, weil alle glauben, Netzsperren hilft gegen Kinderpornografie. Und wenn man sich da sagt, ja, ich bin gegen Netzsperren, dann heißt es automatisch fast, ja, ich bin ein Schweinehund, ich schaue mir solches Material an. Konnte ich die Frage zumindest teilweise beantworten, weil eine volle Antwort habe ich nicht darauf. Vielleicht kann ich gerade kurz selber nachhaken. Wenn du sagst, im Moment haben wir Gesetze über die Löschen und Sperren. Wenn man sagt, die 8%, die noch eben nicht gelöscht werden können, macht das nicht Sinn, dass man da dann eine Sperre einrichtet? Ich meine, dann hat man mehr. Provokative Frage, ja. Das war mein Job. Ja. Ich denke immer, das macht keinen Sinn, wie ich vorher gesagt habe, wenn jemand das Material sehen will, dann kommt er darum, also das ist absolut kein Problem, der will das ja sehen. Jeder kann heute einen VPN aufsetzen, jeder kann heute DNS senden oder DOH einschalten, also die Netzsperren, die wirken einfach nicht dort, wo sie wollen. Und man kommt nicht einfach so auf dieses Material. Also, was bringt es am Schluss? Es bringt nichts, es bringt einen Haufen Aufwand, ich habe das ja vorhin zusammengestellt, es bringt Kosten, es gibt Fehler in diesen Netzsperren. Die Netzsperren schaden letztendlich mehr, als sie nützen. Man muss auch noch sehen, 90% des Materials, eine grobe Schätzung, befindet sich sowieso in einem Bereich, wo man weder mit Sperren noch mit Löschen etwas erreichen kann. Und wenn man jetzt dann sagt, wenn man es jetzt wieder hochrechnet, sind es irgendwie noch 1%. Muss wirklich wegen 1% einen riesen Aufwand bringen, der eigentlich sowieso nichts bringt? Mal attraktiv gefragt. Für meine Frage ist wegen dem Löschen. Der Punkt ist jetzt, wenn man das irgendwie löscht, dann was passiert dann? Ich meine, wenn man es einfach so löscht, dann handelt es sich ganz einfach um Vernichtung von Beweisen. Ja? Also, das kann ja nicht genau das sein, was man hier vertreten will, oder? Es hat jedes Land seine eigenen Regeln, wie die Löschung vor sich zu gehen hat. Beispielsweise in den USA gibt es so Karenzfristen, dann versucht man über den Provider an die Hintermänner anzukommen, lässt das Ganze mal eine Weile weiterlaufen, die dürfen nicht sofort löschen, in jedem Land wird das anders gehandhabt. Aber die Beweissicherung ist auch ein wichtiger Punkt. Und darum müssen ja alle Beteiligten, die Strafverfolgungsbehörden, die Provider, Richter, Polizisten zusammenarbeiten in so einem Fall. Ist damit die Frage beantwortet? Oder? Ja, ich glaube, wir müssen unterscheiden, was löschen. Oder wir müssen uns überlegen, was Löschen genau heißt. Weil das heißt ja nicht einfach, dass man es unternimmt vom Server, sondern es kann auch heißen, dass die Polizei zuerst einen Snapshot nimmt und dann das Zeug löscht. Ja. Ja, nächste Frage. Ich habe noch eine Frage zum Lifecycle von diesen Netzsperren. Irgendwie die Domains, wo so etwas gehostet werden kann, die ändern ja auch, gerade bei illegalen Inhalten deutlich schneller als bei legalen Inhalten in der Regel. Was passiert mit den gesperrten Domainnamen, nachdem es keinen Grund mehr gibt, ihn zu sperren? Gemäß Bundespolizei ist es so, dass sie diese 1000 URLs, die auf der Sperrliste sind, wöchentlich überprüfen und wenn dann festgestellt wird, dass das Material nicht mehr da ist, dann werden sie wieder von der Netzsperre von der Sperrliste entfernt. Es gibt bei einem anderen Fall, dass zwar eine Netzsperre aus juristischen Gründen erlassen wurde, das hat ein Gericht in der Watt hat irgendwie gesagt, das müsse jetzt gesperrt werden. Inzwischen ist die Domain frei geworden und jemand hat sie wieder registriert, aber sie ist immer noch auf der Sperrliste. Und er hat gar nichts mehr zu tun mit dem Fall, der eigentlich juristisch abgehandelt wurde. Also ungefähr, es gibt ja die Meinung von FEDPO, die sagt, es überprüft alles, es gibt die Leute, die das anschauen, die sagen, es sei anders. In dem vielleicht Zusammenhang vielleicht gerade die Nachfrage, was ist, wenn ich jetzt rein hypothetisch von einer Sperre betroffen bin und mich dagegen wehren möchte? In der Regel sind es schon nur die üblen Gesellen, die betroffen sind, das ist klar, aber man könnte ja so einen Mechanismus haben, das braucht. Wie kann der vorgehen? Hast du dir das mal überlegt? Gibt es eine Diskussion? Sagen wir mal so, ich kann mich gut rausreden und sagen, du bist der Jurist und ich bin der Tech. Ich weiß es nicht, aber ich denke, es ist ein juristisches Ding, ja. Ich glaube, da ist einfach kein Mechanismus implementiert. Also gut, man kann schon überlegen, was man tun könnte.
aber bis jetzt, man geht von vornherein davon aus, dass diejenigen, die das betreiben, ja sowieso die Schweine sind und deshalb haben die auch keine Rechte oder brauchen die das nicht. Aber möglicherweise, man weiß nicht so recht, wie man auf diese Liste kommt. Es könnte doch irgendwie sein, dass man plötzlich jemanden, der einfach sonst noch im Service sperrt oder eben der Fall vorhin. Dann ist es doch so, dass der das überhaupt merkt. Und vielleicht merkt er das gar nicht, weil er im Ausland ist, dass es in der Schweiz gesperrt ist. Das wäre irgendwie ein Mechanismus, der das Ganze sauber überprüft, wäre vielleicht schon noch ein Vorteil. Das wäre definitiv ein Vorteil, aber das Problem ist ja schon am Anfang, sagt man, schlecht oder er funktioniert nicht mit dem Netzsperren. Das System Netzsperren ist ja schon mal ein Konstrukt, das eigentlich schon falsch ist. Aber du hast recht, man müsste zumindest erwarten, dass man auch wieder runterkommen kann. Und zwar nicht so, dass man zuerst vor Bundesgericht gehen muss und 5 Jahre prozessieren und sehr viel Geld ausgeben, einfach dass man wieder runter von dieser Liste kommt. Aber das ist bis jetzt nicht vorgesehen, ich habe das nirgends gesehen. Das ist die nächste Frage. Ja, also mich würden noch Zahlen interessieren. Wie viele Meldungen gibt es in der Schweiz oder auch international in den Ländern? Und wie viele werden dann positiv bewertet für eine Verfolgung freigegeben und wie viele sind dann negativ ausgefiltert? Ja, ich kenne Zahlen von Österreich, da sind es vor 2 Jahren etwa 8000 Meldungen pro Jahr in Österreich gewesen und letztes Jahr waren es 15.000. Die Rate, von denen positiv sind, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich könnte noch ein paar Repräsentationen auftun, aber ich habe mich da nicht mit Zahlen vorbereitet. Aber könnt ihr es gerne nach dem Vortrag nochmals anschauen, weil ich habe Material von den österreichischen Kollegen und auch von internationalen Inhob und von den Deutschen. Aber kannst du es nicht beantworten aus dem Stegreif? Also in Richtung Missbrauch, also ich könnte ja was melden und dann die Maschinerie anwerfen. Ja, das wird natürlich überprüft, man kann Inhob belasten damit und ist, glaube ich, bisher noch nicht vorgekommen, eine DDoS-Attacke mit Meldungen. Also beziehen sich diese Fälle, von denen wir hier sprechen, von normalen Webservern, die einfach frei über eine Domain verfügbar sind und wer macht das heutzutage nicht über Tor? Ja, das hast du vorhin. Und dann die Folgefrage darf, Inhope kann wohl nichts, wenn etwas über Tor gehostet ist, unternehmen. Das ist richtig, das was ich vorher gesagt habe, dass wahrscheinlich 90% von dem Material im Darknet abgeht. Da kann man relativ wenig machen. Anonymous hat man das Ganze gehackt und die Kundendaten offengelegt, aber in der Schweiz konnte sie nicht verfolgt werden, weil die Kundendaten illegal abgefischt wurden. Das kürzlich in der Zeitung gestanden. Aber da wird es ganz, ganz schwierig. Das, was ich gesagt habe, wir sehen nur einen kleinen Teil, die Spitze des Eisbergs auf dem Internet. Und was war die erste Frage nochmals? Ich dachte, ich hätte eine Antwort in einer dieser Präsentationen. Was ist die erste Frage gewesen? Ja, ob sich diese Zahlen, von denen wir sprechen, eigentlich schließen die Tor-Meldungen ein oder haben Inhope sowieso nur, wenn etwas nicht auf Tor gehostet ist? Also, Tor kann Inhope nicht sehr viel machen, aber es gibt ja zum Beispiel Zahlen, irgendeine Inhope-Präsentation, ich glaube, das ist die, sieht man da etwas? Ich will jetzt auch nicht Fullscreen machen, aber ich bin blind. Ah, ja, irgendwie bin ich blind. Das ist nicht das, was ich wollte, aber. Sieht man es gut, okay. Eigentlich wollte ich das dann machen. So. Gut. Weiß ich, das ein bisschen so deine Frage beantwortet. Es gibt File-Hosts, Image-Hosts, es gibt Websites, es gibt Fora, wo das Ganze ausgetauscht wird, es gibt so Banner-Sites. Ja, das beantwortet zwar schon nicht 100%. Ne? Aber es gibt jedenfalls verschiedene Formen, wie das Ganze ausgetauscht wird. Es gibt noch ganz tricky Formen. Da wird dann das Bild nur angezeigt, wenn man einen richtigen Referrer hat. Also wenn man das einfach anschaut, ohne den Referrer zu haben, dann wird eben etwas anderes angezeigt. Also wenn man in einem Forum das findet und dort draufklickt, dann ist der Referrer vom Forum drin, also es kommt vom Forum. Wenn er die Polizei schaut, kommt irgendetwas harmloses, auch irgendetwas, was nicht illegal ist. Es gibt so Fastflugs-Netzwerke, wo sie auch versuchen, das Ganze zu verschleiern. Und auch die Content-Delivery-Netzwerke, wo eigentlich ganz viel drüber läuft, die werden auch dazu missbraucht, das anzuschauen. Das ist ein bisschen ein Katzen-Maus-Spiel.
Da nützen Sperren schon gar nichts und Löschen ist auch ganz schwierig in diesem Bereich. Aber Sperren nützt in dem Fall genau nichts. Die nächsten Fragen. Also ich will ja nicht irgendwie sagen, dass man nichts tun soll, aber das ist ja schon recht schwierig veränderbar. Ja, das ist das, was ich eigentlich am Anfang gesagt habe. Wenn der Ursache zu bekämpfen, ist ganz, ganz schwierig. Vor allem, wenn auch die Eltern sind, die den Missbrauch vom eigenen Kind herstellen, dann ist es ganz, ganz schwierig. Und die sorgen, die das anschauen, die sorgen schon dafür, dass sie nicht so schnell entdeckt werden. Also zum Beispiel, wenn man will, dass jemand das teilt mit einem, dann muss man selbst das Material liefern, um irgendwie unverdächtig zu erscheinen. Das wird so ausgetauscht. Also, ja, ich kann die Frage nicht so wirklich anders beantworten. Ja, also gerade wenn du sagst, dass es so schwierig ist zu intervenieren, würde ich eigentlich ein Votum abgeben, mehr in die Prävention zu stecken. Auch gerade weil es ein Tabuthema ist. Ich selbst arbeite in der Prävention von sexueller Ausbeutung. Ich finde es deswegen eigentlich zentral, dass es eine von der Polizei unabhängige Meldestelle gibt, um diese Hürde ein bisschen kleiner zu machen. Also ich finde, das ist genauso ein wichtiger Punkt, weil das auch eine Sensibilisierung in der Bevölkerung mit sich bringt, wenn diese Meldestelle überhaupt bekannt wird. Das macht schon viel aus. Auf dieser Folie habe ich so ungefähr diesen Ansatz bereits dargelegt. Das Problem, das ein soziales Problem ist, schlussendlich im weitesten Sinne nicht mit technischen Maßnahmen wirklich lösen kann. Man kann es einfach so machen, dass es sehr viel Aufwand um nichts bringt, und man kann es so machen, dass das Ganze wenigstens irgendwie ein bisschen eindämmt in der Verbreitung. Und das wäre eben ein Löschen. Und Sperren wären das viel Wind um weniger Nutzen. Aber ja, ich bin mit dir einverstanden, dass eigentlich da mehr angesetzt werden muss. Vielleicht gerade noch die Folgefrage in dem Zusammenhang: Warum sollte InHope für einen, ich sag's mal, vielleicht Täter auch, der Material findet, das er melden möchte, vertrauenswürdig sein? Wie wird das genau gemacht? Ich weiß, kannst du das kurz technisch erklären, auch wie vielleicht die Absicherung liegt? Wie schaffen Vertrauen? Ja, Vertrauen kann man ja nicht technisch schaffen, aber ja, es ist halt so, dass die Polizei grundsätzlich für jemanden, der das Gesetz verletzt, nicht unbedingt die vertrauenswürdigste Stelle ist, um etwas zu melden. Und InHope bietet sich als neutral an, so ein bisschen wie als Vermittler zwischen dem, der was meldet, und der Polizei. Also es ist so wie eine zusätzliche Barriere dazwischen. Natürlich, InHope könnte theoretisch auch das weiterleiten, wer das gesagt hat, wer das gemeldet hat, oder im schlimmsten Fall gezwungen werden, das weiterzureichen. Das muss natürlich verhindert werden, weil man sonst das Meldewesen negativ beeinträchtigt. Warum es passiert, kann ich nicht sagen, aber InHope-Vertreter haben mir gesagt, dass die meisten Meldungen kommen effektiv von Pädophilen und Leuten mit pädophilen Neigungen und Kindern. Das hat mich auch erstaunt, aber offenbar ist es so. Das sind auch die einzigen, die irgendwie an dieses Material rankommen, weil die normale Bevölkerung, vor der wird das verborgen mit allerlei Tricks. Also InHope irgendwelche, ich weiß nicht, Prinzipien, Standards publiziert, an die sie sich halten? Weißt du, das IKRK zum Beispiel hat im Umgang mit Gefangenen, Kriegsgefangenen etc. hat man sehr strikte Regeln, wie man damit umgeht, mit wem man kommuniziert etc., dass man vielleicht so einen ähnlichen Regelsatz definieren würde, um eben dieses Vertrauen irgendwie zu schaffen. Ich kenne die Details nicht, aber sie haben sehr viel solche Art von Policies etabliert, weil sie müssen ja auch dafür sorgen, dass das Ganze wirklich funktioniert, dass die Leute sich trauen, Meldungen zu machen. Das Schlimmste vom Meldewesen ist ja, wenn du das Vertrauen zerstörst. Jetzt mal in einem anderen Bereich auszuweichen, ist die so sicherheitssensitive Jobs, wie beispielsweise die Aviatik. Wenn nachher jemand, der eine Meldung macht, sich selbst verrät vor Gericht, nachher noch verurteilt wird, weil er einen sicherheitsrelevanten Vorfall gemeldet hat, wird er nächstes Mal nicht mehr melden oder wird niemand mehr melden. Und so ist es eigentlich mit jeder Meldestelle, wo es wirklich auf Vertrauen basiert zwischen den Beteiligten, dass man da keinen Unsinn macht, damit keinen Unfug treibt.
Es ist furchtbar, dieser Begriff zu benutzen. Jetzt aber kannst du trotzdem etwas zum Geschäftsmodell sagen, um online Pornografie. Also, weil die ganze Infrastruktur, die dafür benötigt ist, die muss auch bezahlt werden. Also gibt es da nicht so eine Geldspur von den Konsumenten? Lässt sich da was machen? Das gibt sicher auch. Ein Großteil ist so Tauschbörsen. Also ich muss mal sagen, ich bin nicht involviert in das Ganze, ich bin nicht Strafverfolger, ich kenne die Geschäftsmodelle nicht im Detail. Was mir einfach bekannt ist, dass vor allem über Tauschbörsen das gemacht wird, dass du gibst hier ein bisschen Material und ich gebe dir etwas zurück. Und da gibt es die anderen, die das einfach professionell betreiben und einfach... Ja, hier vielleicht noch der Elefant im ganzen Raum. Weshalb kommt man eigentlich auf die Idee, dass... der Konsum oder was auch immer da steht von diesem Zeugs strafbar sein muss und dass man entsprechend jede Person, die versehentlich oder nicht versehentlich auf so einer Seite landet, bestrafen muss. Damit schließt man sich ja grundsätzlich aus, dass die Leute sich dann überhaupt da melden und das Ganze als Verbrechen irgendwie aufgeklärt wird. Weil das Verbrechen ist ja nicht, es gibt ein Bildchen von einer Person da im Internet, sondern das Verbrechen ist, jemand wurde missbraucht. Und ich sehe da, ja, was ist da eigentlich kaputt, ja? Also, vielleicht kann ich das. Ja, gut, es ist möglich, dass da irgendwie was. Ja, vielleicht kann ich das ja nicht sagen. Sieht das halt so ganz komisch aus. Ich bin zwar nicht Strafrechtler, aber grundsätzlich ist es so, dass im Strafrecht schon mehrere Kriterien erfüllt sein müssen. Also nicht nur der objektive Tatbestand, dass man etwas sich angeschaut hat. Er muss erfüllt sein, sondern es muss auch wirklich Vorsatz vorhanden sein. Also wenn ich wirklich zeigen kann, dass ich versehentlich an solche Daten gekommen bin, dann sollte das eigentlich reichen, dass ich rauskomme. Die Frage ist einfach, glaubt mir jemand? Also ich hatte mal kurz ein bisschen andere Situation, einen Kollegen, der ist am Schluss auch in die Beobachtung gekommen, der hat in einem Apartmenthaus oder WG-Haus, wo er gewohnt hat, in der Küche ein Messer gefunden mit Blut und er hat dann irgendwann erfahren kurz darauf, dass da ein Mord passiert ist und hat das Messer auf die Polizei gebracht. In Zürich war das. Der war nachher 3 Wochen über Weihnachten in Untersuchungshaft. Also solche Dinge passieren dir wirklich. Es wurde am Schluss ein Beobachter breitgewalzt und man hat ihm sein Alibi nicht geglaubt. Der war beim Arzt, als der Mord passiert ist. Also das ist wirklich dramatisch. Und solche Dinge passieren effektiv, deshalb finde ich, ist es wichtig, dass man diese Zwischenschicht Inhalt hat, oder? Dennoch, also zum Beispiel eine Person, die für die Polizei diese Dinge anschaut, die ist natürlich nicht strafbar, weil es ist ja, man hat den Rechtfertigungsdruck, das zu machen in der Situation. Also es gibt immer diese Ausnahmen. Also allein die Tatsache, dass jemand sich das anschaut, führt nicht zwingend automatisch zu einem Strafbar. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch was anfügen. Im gleichen Artikel steht auch irgendwie, dass bei unter 16-Jährigen, wenn das Mädchen auf Druck von jemand anders das herstellt und ihm den Film gibt, dann ist sie perfekt erpressbar. Und dann hat sie das Gesetz verletzt und der andere kann sagen, du, ich verrate dich bei der Polizei und jetzt musst du das und das und das auch noch machen. Also es hat auch so ein bisschen Schwächen in diesem Paragraph. Das ist echt ein Problem. Also da hat es, sagen wir es mal so, Optimierungsbedarf. Noch eine Bemerkung, es gibt so eine Konvention, es gibt die Lanzarote-Konvention, die den Staaten sozusagen Vorgaben macht, wie sie das, den Umgang mit Child-Checks oder Abuse-Material, also mit diesem Missbrauchsmaterial, wie das geregelt sein muss und was strafbar sein muss und was nicht. Und das gibt es dann auch noch und die Schweiz hat das versucht zu übernehmen und sagen wir mal, man müsste vielleicht noch ein bisschen rumschrauben, dass es besser wird, aber nur so als Bemerkung. Hilft das? Ich habe dazu noch eine kleine Anekdote aus der Zeit, als diese freiwillige Sperrliste eingeführt wurde, damals von Kobik. Die haben das vorgestellt bei einem Swinog-Meeting und damals gab es die digitale Gesellschaft noch nicht. Ich war damals so einer Vorläuferorganisation, die hieß SIUG, Swiss Internet User Group, und habe dann im Namen der SIUG da ein paar kritische Fragen gestellt, zum Beispiel, ja, können wir kontrollieren, dass da wirklich nur solche Missbrauchsseiten drauf sind? Und da hat der Gobik-Chef doch tatsächlich vor allen Providern mir das versprochen, ja, das können wir kontrollieren. Hat auch dazu gesagt,
wenn man nur hinschaut, ob da jetzt so ein dreckiger Inhalt ist oder nicht, das selber ist nicht strafbar. Ich habe dann nachher noch etwas mit ihm kommuniziert und er hat dann ziemlich schnell einen Rückzieher gemacht von dem, was er öffentlich versprochen hat, mit der Begründung, nein, wir wollen nicht riskieren, dass dann plötzlich irgendwie so ein öffentliches Kontrollrecht entsteht. Aber so grundsätzlich ist schon so ein bisschen daraus zu spüren, im Prinzip will die Polizei Vertrauen schaffen, aber sobald es dann ernst wird und die Möglichkeit entsteht, dass man dann Fehler von der Polizei finden könnte, dann will sie es plötzlich nicht mehr. Ich unterstütze auch ganz stark diesen Ansatz, absolut, wir brauchen sowas wie InHope mit den entsprechenden Agreements, die dann auch gemacht werden, durch die eben definiert ist, nur weil dort jemand ist, der regelmäßig solches Zeug anschaut, ist er dann eben nicht verdächtig, weil das von Anfang an so geklärt ist mit allen Behörden auch, die Behörden von Anfang an sich damit in Kenntnis gesetzt erklärt haben und einverstanden erklärt haben, dass die eben nach diesen Regeln von InHope vorgehen. Absolut wichtig, auch strategisch wichtig. Die Frage ist nur, wie kriegen wir es hin, insbesondere finanziert? Ja, also vielleicht kann man gerade noch nachhaken. Also wenn man jetzt, du hast vorhin etwas gesagt, man könnte das quasi von privater Seite, könnte man so eine Meldestelle einrichten in der Schweiz, welches sind die, ich sag's mal, Hemmschwellen oder die Probleme, die man hat, die man lösen muss. Also eines ist klar, die Frage, ich meine, wenn ich für die Polizei diese Schweinereien anschaue, um das zu identifizieren etc., dann ist klar, dann habe ich einen Rechtfertigungsgrund. Wenn ich einfach hingehe als Privater und sage, ich mache das jetzt quasi, weil ich da Verbrecher jagen will, ist es möglicherweise schwieriger, einen Richter zu überzeugen. Also das ist sicher ein Thema. Und auch wie würde diese Organisation da mit der Polizei zusammenarbeiten? Gibt es da vielleicht irgendwelche andere Staaten, wo man das schon zuerst mal privat aufgebaut hat? Wie würde das aussehen? Kannst du was sagen dazu? Ja, da gibt es genügend Vorbilder im Ausland, so ungefähr 50. Ich würde mich da entweder am deutschen oder am österreichischen Modell orientieren, das passt recht gut in die Schweiz auch, wo es eine Zusammenarbeitsvereinbarung gibt mit der Polizei, dass man das macht und die zum Teil auch recht froh sind, wenn die das nicht auch noch machen müssen, weil denen ihr Job ist eigentlich Strafverfolgung und nicht irgendwelche IT-Sachen machen. Da gibt es sicher genügend Vorbilder, wie man das macht. Und InHope hat auch noch gewisse Vorgaben, wie das zu funktionieren hat, bis man anerkannt wird, dass InHope-Meldestelle. Da mache ich mir weniger Sorgen. Die größten Herausforderungen sind die Ressourcen effektiv, einerseits finanziell, andererseits Leute, die das dann machen, zu finden. Wenn man will und das wirklich vorantreibt, dann findet man einen Weg und hat relativ schnell eine Meldestelle. Nur braucht es eigen Geld und Leute. Doch kürzlich diese Dame, mit der wir zu tun hatten, von dieser Kinderschutzorganisation. Ja, ich habe mit der telefoniert und vielleicht noch etwas von meiner Seite. Wäre es nicht möglich, also es wird immer besser, dass die Programme Bilder selber erkennen, eine KI zu schreiben, die gezielt Kinderbonus erkennt. Zum eben diese Leute von dieser Belastung, wenn ich vollständig doch über weite Strecke entlassen zu können oder gezielt noch fragen. Diese Bilder, genau dieser Abschnitt muss kontrolliert werden, zum sagen, es ist es oder nicht. Wird da auch etwas gemacht oder ist das nicht in deinem Kenntnisbereich? Ich habe mich damit beschäftigt, kann die Frage so nicht beantworten. Aber es wäre ein interessanter Ansatz, wie gut es dann funktioniert und wie genau das Ding ist, kann ich nicht sagen. Weitere Fragen? Was war denn der Budgetvorschlag, um das aufzubauen, personell und finanziell? Also ich habe so Schätzungen gemacht, für den Aufbau einer Meldestelle hätte ich jetzt ungefähr 20 Kilo, was 20.000 Franken mal veranschlagt. Und für den Betrieb einer Meldestelle im Bereich von 500.000 pro Jahr. Man kann es auch billiger machen, je nachdem welche Aufgaben man alle übernimmt. Aber das ist so ungefähr die Größenordnung. In Österreich schafft es, glaube ich, mit ungefähr 300.000 Euro pro Jahr. In der Schweiz ist alles ein bisschen teurer, also habe ich da ein bisschen draufgehauen. Weitere Fragen? Ich habe sonst
selbst noch ganz was Banales, dieses Kombi-Lösung, die wir jetzt haben, löschen und sperren. Gibt es da irgendwie eine Priorität, dass man zuerst versucht zu löschen und dann zu sperren und umgekehrt, oder wie ist das gelöst? Ja, das ist, glaube ich, noch umstritten. Also im Gesetz haben sie inzwischen durch eingefügt, darum ist es der Absatz 1 bis, also das Löschen vor dem Sperren. Ob das eine Relevanz hat in der Praxis, weiß ich nicht, aber es wurde auch diskutiert. Ja, bis es gelöscht ist, muss man doch das sperren. Andere haben gesagt, ja, wenn es nicht gelöscht werden kann, muss man es sperren. Was dann zuerst kommt, ist dann je nachdem, welches Sperrmuster man da glaubt. Also ich hätte so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn das Löschen wirklich erfolgreich ist, dass man den Aufwand am Schluss gar nicht betreiben will, weil das nicht mehr so viele Fälle sind. Ja, ja. Okay, also wir haben im Moment, vor allem aus Perspektive Provider, vielleicht das Risiko, dass jetzt die Forderung kommt, eine teure Infrastruktur auf die Beine zu stellen, möglichst noch mit Automatismus, dass man irgendwo eine Liste runterlädt und dann automatische Löschen installiert und am Schluss passiert doch nichts. Du meinst die Sperrungen? Die Sperrungen, ja. Ja, sagen wir es mal so, seit letzten Sommer, nachdem die Schweizer Bevölkerung, also nachdem 20% der Schweizer Bevölkerung das Geldspielgesetz angenommen haben, die anderen 10% waren dagegen, 70% gingen nicht an die Urne, haben wir eigentlich diesen Mechanismus schon. Und das Interessante ist, der Staat bezahlte diese Zensurinfrastruktur noch den Provider, und das steht dort drin. Jetzt kann man sagen, wenn der Staat schon die teure Zensurinfrastruktur für die Provider finanziert, kann man auch noch das draufhacken, das draufhauen. Das kann ja nicht schaden, aber ich habe vorher mal gesagt, dass eigentlich die Sperren auch das Meldewesen beeinflussen. Dass unter Umständen neue Opfer, die hinter einer Sperre sind, so etwas, das man halt nicht gelöscht hat, nicht löschen konnte, dass man die halt nicht findet und dann der Teil von der Opferidentifizierung und Strafverfolgung dann gar nichts hinzukommt, weil niemand eine Meldung macht, weil es niemand weiß. Also schlussendlich schießt man sich in den eigenen Fuß, aber so weit ist die Politik noch nicht. Gut, haben wir weitere Fragen noch? Ja, dann würde ich meinen Gedanken mich ganz herzlich im Namen der Zuhörer und der DIGS bei dir, Ernie, für diesen spannenden Vortrag. Das war sehr eindrücklich und wir haben, denke ich, jetzt alle ein bisschen Überblick gewinnen können, wie das Ganze funktioniert. Und wir wissen jetzt alle sicher, dass Löschen besser ist als Sperren.